So, der Ball hat hier eine Höhe von 1,6 Metern und dann wieder hochgeworfen bis auf eine Höhe von 8,8 Metern. Ja, energiemäßig, so nachdem er die Hand verlässt, hat er die größte Geschwindigkeit V. Die Geschwindigkeit wird immer langsamer und da oben hat er Geschwindigkeit 0 und der fällt runter, wird immer schneller. Also von der Energie erst Bewegungs, also hier maximale Bewegungsenergie, kurz nach Verlassen der Hand, da oben maximale Höhenenergie und kurz vorm Aufknallen wieder Bewegungsenergie. Wenn er dann da liegt, wird sein Wärme und innere Energie umgewandelt. Ich mache wieder den Ansatz, also die Ekin, also die Bewegungsenergie, entspricht der Höhenenergie. Wh, also 1 halb mal m mal v Quadrat wird umgewandelt in m mal g mal h. Und zwar, ich lege hier meinen Nullwert da rein. Also hier ist das O, hier sage ich, ist jetzt die Höhenenergie 0. Ja, und dann wird die komplette Bewegungsenergie in Höhenenergie umgewandelt. Das heißt, also hier ist die 1,6 und die 8,8 muss ich abziehen. Die Höhe, die hier interessant ist, h gleich 8,8 Meter minus 1,6 Meter gleich 7,2 Meter. Die Höhe muss ich da reingeben. Die Masse kürzt sich weg. V ist gesucht. Ja, und dann einfach machen. So, also V ist Wurzel aus 2 mal g mal h. V ist 2 mal 9,81 Meter durch Sekunde Quadrat mal 7,2 Meter. Und dann bekomme ich 12 Meter pro Sekunde. So. V ist ungefähr 12 Meter pro Sekunde. Gegeben gehört noch eigentlich hin, gegeben war jetzt dieses h gleich 7,2 Meter und mehr braucht es nicht. Ja, gesucht war V.